Oh, da fehlt auf einmal der Controller an zurück. Freunde, ich habe mal was gemacht, das, was ich euch ja gesagt habe, was ich ausprobieren wollte. Eigentlich wollte ich auch nur ein kleines Info-Video machen und das dann vor die nächste Folge schnallen. Das wäre beschwerlichsinnig. Deswegen nehme ich jetzt eine Stunde auf, weil ihr wisst, wie es ist. Es läuft wie immer nichts. So. Ja, jetzt war deutlich bessere als jetzt das Pyromelon. Ich habe es einmal ausprobiert gegen eine Fusion. Ich kann euch nur sagen, spielt so, wenn ihr Probleme habt und ein bisschen cheesen wollt und so. Spielt so. Ich zeig's euch jetzt an der Fusion. Aber wir werden so nicht spielen. Das... ja, ich nehme die jetzt an und ihr werdet sehen, was passiert und dann... Guckt einfach hin. Ich glaube, ihr wisst, was ich euch sagen will. Das war jetzt noch wenig, was das Pyromelon, was ich in dem Augenblick getroffen habe. Gin Tonic habe ich genauso gemacht. Wir können das so machen, wenn wir gar nicht weiterkommen. Ich werde aber so nicht spielen, weil uns das auch die Möglichkeit nimmt, dass wir Biester fangen. Oder Monster. Deswegen, ja. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich gut. Und das jetzt gerade war das Wenigste, was ich je an Kopfschüssen erlebt habe. Aber wie gesagt, wir werden so nicht spielen, weil das macht für die Art von Run, die wir hier angefangen haben und so weiter und so fort, keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Auch wenn ich das wirklich gut finde. Aber ja, wie gesagt. So, da müssen wir nur mal gucken. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das können wir trotzdem mitnehmen. Wir können ja trotzdem mal ein bisschen schießen. Das Problem ist nur, wenn ein Kopfschuss durchgeht, werden wir halt nichts fangen können. Ist aber für Kämpfe, glaube ich, trotzdem okay. Auch wenn wir so viel jetzt, wie gesagt, davon gar nicht machen werden. Weil das ist zu hart. Das brauchen wir nicht. Ich brauche noch irgendwas, was Fernkampf erhöht. Das ist nicht so schlecht, aber in dem Levelbereich überleben die das nicht auf lange Zeit. Könntest du mal mitnehmen, weil ich habe das Gefühl, wir haben eh nicht so viel Gute. Gucken wir mal weiter. Haben wir so viel Tempo? Das hat kein Tempo, das macht keinen Sinn. Warte mal, was macht der andere? Okay, die sind genau gleich. Ja. Wollte auf jeden Fall noch spucken. Und wir brauchen noch... Ah, komm, dich nehmen wir auch mit. Ist glaube ich nicht so schlecht. Dann nehmen wir noch Spucken mit zum guten Schluss. Oh, wir nehmen
Snark, haben wir das noch im Fernkampf? Verbrennen, okay. Aber haben wir noch sowas wie die Zweier-Kombo für Fernkampf? Das können wir lernen, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, aber da wären wir sehr auf Einzel abgesehen. Das war Verbrennen, ne? Was macht denn Zünn? Ein Zünn macht gar nichts. Aber könnten wir eigentlich doch Verbrennen mitnehmen, ne? Trifft mehrmals ein Ziel. Da hätten wir damit Aufbau, damit die Fernkampfabwehr runter und damit hätten wir. Und zum, in der Fusion hätten wir dich, falls du nicht durchgehst. Gucken wir mal. Hier muss ich es auch noch ändern. Wir könnten das hier ihm eigentlich auch geben. Ist auf jeden Fall auch AP-Starter. Warum? Was wir nicht mehr brauchen, ist die Geistgestalt. Ich denke, die machen wir nicht. Oh, wir haben keinen AP-Starter mehr. Gut. Haben keinen mehr. So, also zu Fernkampf. Ja, du bist auch Fernkampf. Erstmal wollen wir Sprung haben. Wir könnten eigentlich gleich mal kurz. Geist. Da sind gleich hoch. Wir haben noch eine hohe Nahkampfabwehr, das heißt, wir können in den Schild-Ding noch gehen, wenn wir können. Ich wollte aber mal eben. Haben wir noch eine Attacke, die wie Zweier-Kombo funktioniert, die wir kaufen können? Irgendwas geht im Bahnhof Altgrab vor. Alle Menschen reden darüber. Ah, okay. Hey! Das sind nur Statuseffekte, ne? Das sind auch nur Statuseffekte. Oh, das finde ich nicht schlecht. Das finde ich gut. Der ist ja nicht eigentlich so schlecht. Können wir noch eine Kombo kaufen? Nee, ne? Hallo. Tata. Hi. Wo krieg ich denn Fähigkeiten her? Können wir die alle kaufen?
Wir haben gerade ein bisschen Pech, würde ich behaupten. Flirten, ey. Okay, dann müssen wir es so machen. Was haben wir? Was können wir dir denn noch geben? Achso, wie hieß jetzt die Attacke, die wir gerade gekauft haben? Kann Geister treffen? Ich habe schon wieder vergessen. Die gerne nach Dings, genau. Ja, das finde ich aber auch nicht so schlecht. Also eine Aktion mit Verbündeten ist gar nicht so schlecht, wenn wir die Dings kriegen. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Mondtrunk nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie ist jetzt die eine Attacke? Aber wie hieß denn die jetzt, die wir gekauft haben? Ich möchte doch schon wieder... Dass du übrigens nicht wunderbare 7 kaufen kannst, benutzen kannst, ist eine Frechheit. Wo ist sie denn jetzt? Wie hieß die? Aber will ich nochmal nachgucken? Ich wollte. Also passiv. Hält deine Aktion mit Verbündeten. Verstehe ich nicht ganz. Greifen meine Verbündeten dann auch mit Gin-Toxikation an? Das ist mehr fürs Buffen. Das ist wahrscheinlich mehr fürs Buffen, ne? Dann sollen wir vielleicht doch nochmal einen Wall für dich mitnehmen. Dass wir nichts gefunden haben wie Zweier-Kombo, ärgere mich. Ah, Sternenschuss können wir mitnehmen. Oh, und dann den Wall, würde ich sagen, oder? Aber da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. So ganz bin ich da nicht sicher. Mondtrunken. Den Elementarwall. Wo ist denn der jetzt? Ja, wir könnten auch einen Flaschenwurf mitnehmen, ne? Aber das ist halt. Ah, das braucht sogar noch Dauer. Das ist gut. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich es mir denke, oder ob ich das irgendwie missinterpretiere. Welche Quests haben wir ausgewählt? Wir haben allen Ranger Captains, der Wehr, ja. Wir gehen erst nach rechts und machen das Reptar. Auch wenn wir erst nicht unbedingt brauchen und die Entwicklung glaube ich auch schon haben. Ist das ja relativ. Ich hätte da hoch gemusst, oder? So ganz, was da gerade passiert ist, aber sah ganz cool aus. Das hat jetzt sogar schon mal funktioniert, nice. Also die Idee, die ich da hatte, funktioniert. Kommen wir da hoch? Aber so gerade. So, hier soll jetzt ein Rip Terror sein. Das sind nicht Rip Terror und das sind nicht... Das sind keine, die ich noch nicht habe. Das ist tatsächlich immer noch was ich ein bisschen, es ist wahrscheinlich anders sehr schwer umzusetzen. Ich finde es übrigens gut, dass das bei dir bis jetzt jedes Mal funktioniert hat hier.
Oh, die Gruppenzone wäre okay durch. Deswegen Trailers. Deswegen nimmt man da wahrscheinlich also zufälliger Start anstatt das. Okay. Das macht sogar Sinn. Ich finde es immer noch, ich hätte die Entwicklung gerne tatsächlich angezeigt, auch in der Oberwelt. Das würde dem Spiel noch mehr geben. Auch wenn das wahrscheinlich gar nicht so etwas ist von der Umsetzungsart. Auf der anderen Seite kannst du ja die nehmen und den Kleinen da rumlaufen lassen. Aber jetzt würde es wahrscheinlich auch zu einfach machen, gerade so in Hinsicht auf gerade in Hinsicht auf Speedruns und so, wenn du genau weißt, was du brauchst. Oder genau siehst. Und dadurch weißt, was es ist. Ich finde es cool. Aber es hat wahrscheinlich auch seine Nachteile. Was ist denn jetzt das Riptera? Jetzt zweimal bis jetzt getriggert. Und dann auch noch nicht einmal bei Pyromelon. Oder Melon. Sich jetzt wirklich einfach nur quatschen und das kann hier spawnen, das ist eine Chance. Ich habe das Gefühl, ich verstehe die Quest noch nicht so ganz. Ich würde aber jetzt tatsächlich mal kurz gucken, dass du irgendwas kommt. Machen wir ein Elementar, weil ist ja Rumpe. Ich würde jetzt mal gucken, was das heißt. Was das heißt. Da kriegen wir noch nicht mal ein Tutorial für, wo wir es noch nie hatten, oder? Greift jetzt Pyromelon auch mit Spucken an, mit Sternenschuss an? Hält meine Aktion? Oh, jetzt habe ich auch Blutdurst gekriegt. Okay. Wie ist das? Jetzt gut, jetzt kann ich gerade keinen Ball machen, weil ich Berserk bin. Oh. Okay, das ist so nice. Das finde ich nice. Kann man bestimmt schön mit aufbauen. Das ist einfach, als ob wir fusioniert sind, ohne dass wir fusioniert sind. Das finde ich wirklich nice. Müsste man das eigentlich nur noch hinkriegen, dass das vom Start aus passiert. Würde ich jetzt auch gar nicht zu lange hier versuchen, einen Riptera zu fangen. Jetzt, wir sind jetzt 19 Minuten drin in dem Video. Ich würde sagen, bis. Also 3-4 Minuten versuchen wir noch einen Riptera zu fangen. 22 Minuten oder so und dann gehen wir mal weiter. Weil das ist jetzt auch nicht so wichtig, dass wir jetzt hier hin und dass wir das jetzt hier. Teufel komm raus suchen müssen. Weil ich das auch immer noch entwickeln kann. War übrigens gerade der erste Kopfschuss nach, ich weiß nicht wie viel Kämpfen. Die letzte Ölung klappt deutlich besser. Aber das ist auch so, die beiden darf ich nicht am Start haben, wenn ich was unbedingt suchen will zum Fangen. Bisschen blöd.
Ja, müsste doch die letzte Entwicklung sein von entweder Hopskin oder Raublin. Ich weiß auch nicht, ob das geht, wenn ich immer fliehe oder ob ich angreifen muss. Oh, das ist okay, cool. Ist ja ein bisschen blöd, wenn man die nicht zu 100%ig versteht. Mir ist ja schon klar, die müssen, das muss sie irgendwo rumlaufen. Da ist es. Das ist schon fast ein Wunder. Naja, warte mal. Du kannst das mal aus dem Weg räumen und du machst mal ein Elementar, weil wir brauchen jetzt nicht hier unnütz mehr HP verlieren. Das macht keinen Sinn. So, davon wollen wir auch mal anfangen, oder? Chromdioxid-Kassetten. Reptiles ist nicht einfach zu beschreiben. Es hat weniger einen Körper als vielmehr ein wirres Netz aus Gliedmaßen mit Krallen, die unter einem fleckigen Trenchcoat und Hut wahllos zusammengebunden sind. Warum sollte das Ding sich selbst zusammenbauen? Macht mehr Sinn als bauen. Okay, damit ist die Quest auch vorbei. Gut. Ich habe übrigens herausgefunden, was das Plasmarilla ist. Das ist die Weiterentwicklung von Blitzerin. Das heißt, ich war mit. Es ist kein Geist wegen Plasma, sondern Plasma wegen Strom. Jo. Hier ist Wasser. Und es regnet. Das heißt, die Fusion hat Wassermonster. Elflette und Galagor. Hätte Geistesverschmelzung machen können wegen Blutdurst, egal. War es gleich mit meinem Pyromelon, wenn das so weitergeht. Reicht das noch? Krieg ich Berserk noch? Wie alle schneller ist jetzt Gin Tonic. Nein, jetzt. Oh, da krieg ich keine Blutdurst mehr. Oh, abgesehen ist die Attacke ziemlich stark. Aber das war auch ziemlich stark.
Ette, was ist denn das Ette da drin? Spiruette. Die können wir aber trotzdem mal fangen, weil wir die persönlich noch nicht haben. Die hat ja nur unser werter Freund, aber wer hätte jetzt die Spirouette? War das Viola? War Viola mit der Spirouette, oder? Bin mir nicht sicher, ich glaube ja. Nein. Okay. Schade. Das war's mit der Spirouette. Da war der neue Wurf ein bisschen blöd. Weil eigentlich brauchen wir, wir müssen auch noch Blitzerins fangen, ne? Bin ich jetzt blöd, oder? Ist hier nicht ein Ausruf plötzlich? Was übersehe ich? Irgendeine in der Nähe? Wo denn oben bei der Mauer? Ist ja blöd, dass ich mir da einen Platz weggenommen habe zum Ausruhen. Weiß nicht, ob ich gegen die beiden schon gekämpft habe. Vielleicht nur dahin und dann mich ausruhen. Ein paar Dominotes. Geistesverschmelzen finde ich wirklich nice. Das macht das Astraltypen sehr, sehr stark. Ich wollte schon sagen, das hat nicht gereicht. Gut, und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall dann nochmal gegen Chloe antreten. Und hoffentlich das Plasmarin finden. Ah, nice, auch dahin. Danke, dass ich mir Multi-Ziel gegeben habe. Düster Monster. Das letzte, was du gemacht hast, war Stürm, ne? Ach, das ist die Weiterentwicklung der Dominotte und eine Dominotte? Oder war das düster Monster? Ah, es ist halt leider auch Strom. Da ist das mit dem düster Monster. Interessant. Ich bin nicht ganz so sicher, was du bist. Ja, selber, aber wahrscheinlich jetzt crazy. Anzugmonster, natürlich. Düster Flügler und Anzugmonster. Ja, und das war. Ja, klar. Aber da wäre ich jetzt tatsächlich auch so schnell nicht drauf gekommen, muss man ganz fairerweise sagen.